ich morgen schon mal Flyer. My brother. Ist das gut? Gut, Bro. What's up, man? Ja, mein Lieber. Geht? Hey, bei dir. Machst du mir einen Kaffee? Gerne. Was hältst du denn für einen Kaffee? So einen ganz normalen, schönen Kaffee. Americano. Americano. So mit schön Liebe. Nicht so schäbig wie Sreczko oder Adrian. Ich hätte gerne was richtig Gutes. This is my brother from Paris. His name is Sergio. He got the shop in downtown Paris, right? Yes. The name is La Chaperie. La Chaperie. La Chaperie. La Chaperie. And I work with him in Riccione 2-3 years ago. Yeah. Yeah. And I met him and then I said, okay, come to my shop. That's it. Yeah. This is hörst du mich? Das ist der Fritz. Die haben einen Kaffeeladen oben in der Fahrgasse. Die machen auch Kaffee. Der Fritz ist einer der besten Kaffee-Barista-Leute, die ich kenne. Also heute haben wir zum Beispiel den Fritz da, wir haben den Sergio da, ist der Barbier aus Paris. Und den Olli da, der tätowiert heute. Das heißt, irgendeiner, der Bock auf ein Tattoo hat, kriegt heute eins. Ja, das machen wir auch nur ab und zu. All das, was wir machen, machen wir richtig. Au revoir, salut, fils de pute, was machen, Doc? Was geht, was geht, was geht? Ha? Freunde, wie geht's euch? Ha? My friend. You good, man? You good. How was your first night? Yeah, good. Good? Good? Yeah, hotel, every hotel is good. Fritzi? Ja, ist mein Lieber. Wie geht's dir? Gut, danke. Super. Einen Kaffee. Was für ein Kaffee auch noch? Ja. Weiß ich weiß nicht, Pole kann gar nichts, außer nur einen Kaffee. Ich hätte gerne einen Americano. Was geht? Schaggy, mein Freund. Hm? Ich würde euch jetzt gerne den Typen hinter der Kamera vorstellen, weil das ist our Royal Techno Sreczko. Royal TS wurde wegen ihm ernannt. Okay, merkt euch das, ihr Pikus. Was ist denn, der ist immer den Weg, Veggie Burger TS. Ist ein Veggie Burger, das ist der Maggis. Ja, der Vegan TS. Ja, geil, Vegan! Go Vegan! Hab mir auch überlegt, das Wort nur zu lernen, rückwärts, geht nicht. Geht nicht. Ja, das sind die einzig Wagen. Was ist das? Das ist mein Not from Germany. Wer hat die gewusst? Zeig different. Not from Germany. Germany shit. Wirklich, das sind Deutsche Scheiße. Welcome. Oder? Türkei. Oder diese, also ich glaube, diese zollfreie Dings. Zollfreie Gebiet. Hey, wait, komm mal hierher. Alter, ganz ehrlich, ey. Letztes Mal. Wunderbar. Ey, letztes Mal jemand zu mir, Alter, dass du noch keinen Zigarettensponsor bekommen hast, so oft wie du rauchst, ey. Geht, glaube ich, nicht. Gib mal einen Zigarettensponsor, Alter. Ich will Marlboro Touch haben, die hier. Die sind ein bisschen sexier, ein bisschen dünner und sind weiß. Besorg die bitte mal. Muchas gracias. You want to make a tattoo? I don't know what. Ah, fuck off. Drink one beer and then it's okay. You from Paris, eh? Yeah. And your parents are from? Africa. Which country? Ivory Coast. Yeah? For real? Yeah. Yeah, man. My best friend is from Ivory Coast. Joss Cyril. Nice guy. You got like 24 sisters? 25 brothers? Yeah. His father had, or maybe have, like 12 women? Yeah. Wow. It's OG, motherfucker. I only want to go in the house, I don't know, my man. Du hast so schön Haschen, Olli. Ah, oh, ich weiß nicht. Geil. Okay. Hast du das wohl gemacht? Ja, hast du das wohl gemacht. Hast du den? Hey, bro, was poppin'? So. What's up, Domo? What's up, my brother? How you doing, man? Haben wir gesehen, oder? Yeah, how you doing, man? Good, pretty good. It's fucking rolling here. Fucking roll. Fucking rolling, man. Sitting here drinking some coffee with the fucking grease, man. Fuck off, you little cunt. That's good. Das ist Goran. Goran ist ein geiler Mensch, mit dem war ich in London zusammen. Und mit Olli natürlich auch. Olli, komm mal hierher.
waren in London, ja. Das ist der Olli, mit dem wir waren in London. Ja. Was haben die gesagt? Im Hotel? Die haben uns einen Brief drunter geschrieben. Please stop smoking in the room, because you have to pay 1000 pounds. Und Olli sagt so, geil, alle, wir sind Rockstars. Wow, Elvis Salomon, alle. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Meine Brüder. Shabbat Shalom. Wie geht's dir? Endlich mal richtig einen Kaffee. Ist nicht da? Ich glaube, jeder hat die fertig gemacht. Haschwurz. Wo willst du hin, Olli? Da, Licht, gell? Haschwurz. Hier hin, Olli? Ans Fenster oder willst du. Ja, das ist ein natürliches Licht. Ja. Ich wollte trainieren. Ich wach auf. Ey, vorm Wecker. Was haben wir denn da gehabt? Ich schreibe so einen Kollegen. Bist du wach? Ausrufe. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Leg mich hin. Der antwortet, ja Mann, orale, lass gehen. Ich so, ah! Leg mich hin. 5 Minuten noch so. Bin aufgestanden, bam, trainieren gegangen, geil. Na gut. Warst du trainieren? Ja? Hör auf, Ausreden zu finden. Los, komm, du warst nicht trainieren. Nee, war auch sicher. Weiß ich noch nicht. Trainieren ist geil. Fuck Joe. Joe ist richtig gut darin. Du warst in school for barbering? Yeah. Yeah? Ah, okay. Yeah. That's our school. That is our school. Okay. Instagram and YouTube. Yeah. Gypsies. Barber Gypsies. Dadendorf, Alter. Ja, Mann. Schmecken nach Luft. Du rauchst, passiert nichts. Schmeckt richtig, dass die richtig nicht aus Deutschland kommen, Alter. Die schmecken einfach nach Zigaretten, Alter. Ich habe jetzt eine Woche nicht geraucht, hab die gefunden heute Morgen. Wo hast du die gefunden? Meine Mutter hat die versteckt, Alter. Es geht einfach nicht mehr. Hey, Adrian Jordan! Was geht? Ja, läuft, Bruder. Heute kriege ich ein dickes Tattoo auf dem Bauch, Alter, Leute. Also, wenn ihr das Video gesehen habt, ist es fertig. Zum Glück ist es dann fertig. Aber wir werden so viel konsumieren, dass wir den Schmerz nicht spüren werden. Weil ich bin Schisser. Schisser! Nein. Spaß. Ich kann einfach nicht 10 Minuten ruhig sitzen bleiben, Alter, wie so ein Spaß da. Und dann sich so stechen lassen. So, ich stech mich jetzt. Deswegen machst du kleine Tattoos öfter, oder? Ja, kleine und mehr, weißt du? Mein Körper wie so eine Pinnwand. Pin, 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 pin. Das Fritzi, der kann keinen Kaffee machen. Keine Ahnung. Du nur so, ja. Ich mein's ernst. Ich hab mir gedacht, heute machen wir so einen richtig schmierigen Seitenscheitel, weißt du? So mal richtig mit Fett wieder, aber. Wir bleiben auf Kante. Meine Mutter hat das so scheiße gewaschen, Alter. Ich kann es nicht zumachen, Alter. Ich schwör's dir. Das geht nicht, Alter. Wir müssen heute den machen. Cool. Yeah. Buongiorno. Eine Cappuccino. Okay, wir schieben jetzt den Koffer ab. Aufpassen. Tommy, das ist der richtige Workspace, die hier aufgebaut, ey. Workspace. Chef lässt arbeiten. Wer hat Schuhlock getragen? Just. No, this is shit. Yeah, shit, man. For what? This is for nothing. Yeah. And this? This was good. For outlines, yeah. But it's not. It's like this, yeah. From the company, yeah. Not like you cut it like no, the Americans, yeah. 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 We work with the Andes. Andes. Andes, yeah. Outliners. Like Americans. Yeah, I have to say. And I have this one. Okay. This one. I mean this. Very good, very good. Yeah? Yeah. But next week, they
my shop here in Germany, they bring the red magic clipper outliners from Wahl. You know, the red one, the small. Without cable. Yeah, I buy this next week, maybe. This is better than. Yeah? Yeah. For real? I try. Yeah? Yeah. Wie viele Absagen gab's heute? So 5-6 Stück locker. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum man absagt. Warum man nicht absagen kann. Ich weiß nicht, wie man so gut aus dem Hut sein kann. Was sagst du dazu? Ja, der. Ich schwör's dir, frag mich nicht. Du musst alles nachher schneiden, ich schwör's dir. Spar dir lieber Material. Ich schwör's dir. Spar dir Material, glaub mir. Ihr verkackten Hut. Mach die Kamera jetzt auch nicht. Wo ist Ray? Alle, wo ist Ray? Ich bin sofort da. Tschüss. Ich bin um 12 da. Digga, ich bin sofort da. Egal, ich liebe dich, Ray. Ich schwör's dir. Ray, ich liebe dich. Du bist zu spät, Alter. Deutsche Pünktlichkeit ist anders, mein Freund. Das ist kein Deutscher. Digga, ich bin um 12 Uhr morgen bei dir. Ja, auf den Weg sage ich den ganzen Leuten in Frankfurt, ey, fahrt woanders lang, Ray. Ray, das sind die, alle. Was haben doch? Mir geht Blinder, alles gut? Ja, immer super hier in Kroatien. Hi, man, how you doing? My name is Ray. Nice to meet you, Sergio. Nice to meet you. Yeah, I'm so sorry. Ready? Ja. Hallo, Toretto Barbershop. Hallo, Toretto Barbershop. Was geht, Leute? Ich hab mir jetzt schon Äppler rein. Morgens um 12. Frust saufen, weil mein Kunde nicht kommt. Machst du ihn, weil ein Kunde nicht gekommen ist? Ja. Er ist eingesprungen. Gut für dich? Ja, klar. Gut für mein Portemonnaie. Nein, Spaß. Fritz zahlt doch gar nichts. Fritz ist doch OG. Ist doch OG Fritz. Dafür haben wir lecker Kaffee da. Danke, Nico. Dafür haben wir lecker Kaffee da. Ja, geil. Alles so billige Ausreden so. Reifen auf der Autobahn. So, ja, hier, vorne. Ja, weiter oben. So ein Bitchslap. Und dann mit der Rückhand. Auch mit so einem Ring am besten, mit einem goldenen Ring. Und bam. Ja. Nochmal. Das ist mein langjähriger alter Freund Ray D. Wir haben damals zusammen angefangen zu scratchen. Ja. Kannst du die Frage mit dem Fader? Yes, Alex, vielleicht hilfst du mal ganz kurz, weil du bist Skin ja. Skin fade. And maybe. A little bit on the front. But only a little bit. You know, a little bit on the front. Yeah. And on the back you have to do nothing because there is nothing, you know? Funny German. Ja, hier, wir waren noch nicht fertig, Alter. Niki Pleiner und ich. Ja. Ja, wir lagen schon zusammen im Schützengraben. Also ja, damals im Jartrix. Willst du mal erzählen mit dem Fader, wie das geht? Wir haben so einen Fader. Wie heißt das Ding eigentlich, Fader? Heißt Fader? Eigentlich heißt es Crossfader. Ah, das Crossfader, ja. Und, aber Nick hat da einen ganz speziellen Namen. Ich weiß auch nicht, wie er da drauf gekommen ist, aber das Ding heißt für ihn Two-Face. Ja, das sind zwei Seiten und der hat zwei Gesichter ungefähr. Deswegen hat er, das ist der Two-Face. Ah? Geil, oder? Mega. Viel besser, Alter, ohne Spaß. Viel besser. Natürlich haben wir noch ein paar so Missgeburtenstellen, die müssen nachgebessert werden, aber die müssen rauswachsen. Können wir nichts für. Das ist die Natur der Haare. Ah, wenn du ein guter Barbier bist und gute Gäste hast, die akzeptieren das. Mal einfach mal. Kommen trotzdem wieder, gell? Dankeschön, mein langjähriger Freund Fritz. Wir kennen uns aus, nicht Vietnam, Thailand kennen wir uns, gell? Thailand. Ja, damals, als ich in Thailand war. Thailand-Urlaub. Ja, Thailand-Urlaub. Ja. Wir waren nie mit einem fetten Bauch. Wonder, she will stay. Ja, du kannst voll machen. Lässt du dir was tätowieren heute? Ja, klar. Was? Klar, stop snitchen. Ciao, macht's gut. Stop snitchen. Damit alle Hater mal wissen, was abgeht, alle kleinen Pisser, alle. Ich hab heute zwei Termine. Ich mach heute hier unter der Brust und heute Nacht mach ich Bauch. Hier unter die Brust, klein geschrieben, nur ein Schreiben. Und auf den Bauch? J-A-S-A. Jessa. M. Ja, Jessa, so in der Art. Ja, jeder auf seine Art. Musik. Ja, warte doch. Ja, ich rede doch gerade. Hallo, Ray. Hier hin. Hier. Stop. Snitchen. Ich rasiere mich doch nicht. Guck mal hier. Danke, tschüss.
Brötchen und eine Suppe gegessen. Das reicht bis morgen, oder? Ja, es reicht. Wir essen nichts mehr heute. Nicht gut. Essen. Was riechst du an deinem komischen Ding so? Hätte ihr das gesehen, wie es gerade an dem Mikrofon gerochen hätte, alle Leute. Ich hab gesagt, ich geb's dir weiter. Ich hab's dir weitergegeben. So. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Warum macht er sich einen Termin, wenn er da... Ich hab das gerade beobachtet bei dem Herrn. Dieses Videocall, Alter, ist ja die beste Erfindung für Menschen, die nicht sprechen können, Alter. Krass, gell? Ich telefoniere gerade Videocall und gibt so Handzeichen. Krass, Alter. Schon nie drüber nachgedacht. Ja, deswegen. Der 24. April. So different. So awesome cigarette. Awesome. Selber rasieren. Ja. Geil, ja. Kannst du das? Klar kann ich. Warte, mit dieser Aufklappe. Im Nippel herum. Geil. Ja, ich hab's gleich. Wollen wir jetzt mal testen, ob ich das kann? Mich rasieren mit dem Rasiermesser? Wollen wir testen? Willst du? Wollen wir testen? Ja, bitte. Ja, geil, komm, wir testen es jetzt. Klar mach ich das, hallo? Nein, unter den Nippel mache ich das, Alter. Ja, mach schon mal unten, die Schirr aus. Ja, ich geb mein Bestes. Okay. Porn aufmachen. Hast du schon mal jemanden gesehen, der sich selber rasiert an den Nippeln? Ja. I shave myself. Ja, geht doch, oder? Weißt du, was auf deiner Brust draufsteht? Savage. Ich kann's einfach, gell? Oh, scheiße. Stimmt? Keine Ahnung. Ja, jetzt. Nee. Hör mal, Two-Face. Ohne hinzugucken, ohne hinzugucken. Bam, was ein Barbier ich bin, Alter. Warum hast du jetzt nur diesen Bart? Weil da ein Tattoo hinkommt. Heute? Ja, jetzt gleich. Echt jetzt? Ja, hier. Und heute Abend hier. Also ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, weil also eigentlich dachte ich, du lässt dir mein Gesicht auf dem Bauch tätowieren. Ja, ein Stück Scheiße habe ich schon auf dem Arsch tätowiert. Ja, das kannst du nicht, ne? Eine richtige Bauchtänzerin. Weil er lambert. Warum Tänzerin? Wo ist hier Titten? Wo ist hier Muschi? Tänzer, du Barbierin. Wenn ich jemanden beschreiben muss, was ich für eine Frau habe, dann sage ich immer, du pass auf, das ist folgendermaßen, wir fahren in Urlaub, kommen in das Hotel, also wir sind am Strand und dann haben wir ein Zimmer, wo wir auf den Zaun gucken und dann sagt meine Frau, gib mir 5 Minuten und fünf Minuten später kommt meine Frau wieder mit dem Hotelportier und der führt uns dann in die Präsidentensuite. Das ist meine Frau. Aber es hat natürlich auch andere Auswirkungen, wenn ich mich mit ihr streite. Gib jetzt mir 5 Minuten. Jetzt kommen wir wieder zurück auf die Faust, Alter. First, I tell it to people in German. Okay. And then I say thank you in merci beaucoup. Okay. Okay. So. Ich bin im Toretto Barbershop und heute habe ich einen Haarschnitt bekommen, aber nicht von Alex Toretto, sondern von Sergio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Und Sergio kommt aus Paris. From Paris. Paris. Come to Paris. Yes. Thank you very much, Sergio. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Ja, das ist scheiße mit Atmen. Das fuckt so auf, du kannst so gut atmen, Alter. Nicht in meine Raucherlunge, Alter. Wir haben es ja bald geschafft. Schon 2 Wörter. Gut, dass ich heute Abend so ciao und auf alles bin, Alter. Hat er sich gut rasiert? Grandios. Mega, ey, die Rasur, ganz ehrlich, würde ich immer so tätowieren, das wäre echt ein Traum. Ja. Das Erste, was er sagt, Alter, du hast alles rasiert, außer die scheiß Pflaumen. Adrian weiß Bescheid. Die Flasche leer machen erstmal. Viel Spaß beim Kotzen. Hast du Fußzehen? So an den Nacken. Ich hab Fußzehen, aber kein Tattoo. Und du? Ich sag dir, jeder hat aufgegeben. Ja? Keiner macht seine Fußzehen fertig, Alter. Niemand. Ehrlich?
Oh, das die Leute denken sich, scheißegal, ich habe einfach mal 22 Stunden am Tag Socken an, Alter. Weißt du, was ich meine? Hast auch wieder recht, scheiß drauf. Das ist der beste Mensch der Welt. Ja, guck, er lacht schon wieder. Du musst immer vorher sagen, was Witze machst, dann raff ich das wenigstens noch. Aber ich mach jetzt einen Scherz. Okay, warte. Never trust the boss. Oh, fuck. Hast du gehört, dass du Witze machst? Wait, wait. Udo wurde Shiramekwa. Wait, wait. Was? Udo wurde Shiramekwa. Jetzt bring ihr hin. Und dann war ich am Ende, der war gewesen. Hey, Jake Bruder, was geht? Und auf einmal sagt der Julian zu mir so, ey, Bruder, was machst du hier? Ich so, ich mach gar nichts, ich chill mein Leben. Bruder, du bestellst da vorne 30 Getränke, hier 30 Getränke, wir haben 20 Getränke aktuell. Ich hatte locker mal meine Hände, also nicht meine Hände, ich hatte in den Armen. Also, ey, so. Ich hatte so Getränke in der Hand, ey, Nico, Nico, und ich seh nur wieder weiter bestellen. Ey, hat mir noch gelacht und hat mir selbst gesagt, ich lass mich gleich tätowieren. Echt? Was machst du? Den Tag von heute. Wohin? Den 29.02. Ich weiß noch nicht. Du warst schon beim Jena Kampf. Zählt auch. 29.02. Ja. Ja. Ach, fuck! Was denn? Wer hat es denn gesagt, Alter? Ich will nur sagen, mit... Tommy. Heute ist der 28. Was du meinst, Alter? Da hörst du einmal auf Tommy, Alter. Ich schwör's dir. Du hast doch vorhin gesagt. Der 29. voll geil! Brother! Today is 28, not 29! Hey, Olli! Heute ist der 28. Und? Hey! Das 29. wird noch. Ja, wollte ich, ja! Und jetzt ist der 28. Nein! Wo macht man denn sowas eigentlich hin, so komische Schriftzeichen? Ja, wollen wir es hier machen? Ja, mein Logo hat man so eine. Sag nicht, ja, okay. Sag irgendwie so, nee, da ist nicht so cool. So drauf? Nein, ein bisschen weiter vorne wollte ich es haben. Was heißt vorne? Weil hier ist der größte Hurensohn-Schmerz. Ich wollte es hier haben. So weiter unten? Ja, so da. Über. Ja, okay. Die wollten irgendeine Farbe verbieten, die habe ich gehört. Komm nicht mal Marsch. Lecken. Guck mal drauf, siehst du das? Da ist ein Haar. Finger weg. Oh, sorry. Finger weg. Sorry, sorry. Wenn du hinzu mir gehst, sagst du gerne ein Porträt von meiner Frau, dann sagt er, habe ich dann. Oder hören? Oder hören? Bist du hören? Weiß nicht. Sag ich hier? Ich will nicht pingelig sein, Alter. Ja, hör, sag, ja. Was los? Wir müssen nur wissen, mir ist doch egal. Ja, ein bisschen höher geht. Ja, ein bisschen höher geht. Haben wir uns entschieden. Ist so eine ganze Zeile höher oder nur so ein Stück? Ein bisschen höher. Höher. Da, oder? Ja, da. Ja. Oder tiefer? Achso, ja, ist gut. Ich dachte gerade, guck selber drauf. Geil, guck ich aus, aus dem Bizeps, Alter. Junge! Das ist eine, das hier ist ein Anhänger von einer Taschenuhr. Weil mir es abgefallen ist, der Ring. Strang gemacht, sieht besser aus. Ich warte auf meine andere Kette gerade. So, meine Freunde, Nicky Nick ist auf der Kamera. Stuart Barbershop, the only one. Alex, hä? Was machst du? Du bist Kameramann geworden, oder was? Ja. Du, das ist das Tattoo? Von dem heutigen Tag. Der 29.02. Was machen wir nochmal neu? Jetzt hab's live wert. Guck mich an, wie ich trinke mit Sonnenbrille. Die Sache ist, generell Tattoos tun weh. Überall. Das empfindet immer jeder anders, aber es tut einfach immer weh, Alter. Du kannst sagen, was du willst. Manchmal nicht. Oben auf Kopf war top. Das war ich habe auf den Bauch gemacht und für mich muss ehrlich sagen, Bauch war das Schlimmste. Bauch war richtig schlimm. An der rechten Hüfte habe ich auch eins, so ein Jesus-Tattoo. Das habe ich auch richtig gefixt. Aber sonst generell. Ich verzichte oft auf Tätowierungen, weil mich einfach der Schmerz nervt. Ich schwör's dir. Er nervt mich einfach. Aber mein Rücken ist auch scheiße. Habe ich auch gemacht mit 19. Brauche ich auch einen riesen Cover-Up.
Ist dieses Wegwischen auch unangenehm? Nein, das ist so eine Erleichterung. Ja? Ja. Am Ende, wenn du fertig bist und auch weiß kommt und er dann wegstreicht, macht er das auch so lieblos, weißt du? Ja, ja, jetzt fick ich dich nochmal richtig. Komm, wir rubbeln mal ruhig drüber. Aber wie gesagt, das ist eigentlich, alles ist so eine Kopfsache, weißt du? Ich meine, dir einen reden zu lassen, ja, es tut nicht weh, Schwachsinn, aber wenn du den Schmerz so hinnimmst, dann geht das eigentlich oft. Weil alles im Kopf abspielt. Das ist ziemlich sentimental heute hier. Das ist der Gin. Brother! Das fällt eigentlich schneller. Perfekt. Das ist das Geilste. Das ist richtig. Ah! Jetzt guck. Ah, oh, doch, Olli ist lieber. Olli hat so Charme. Der macht das so richtig. Mit so einer Sack. Wie wenn er hier eine Frau über den Arsch streichelt. Und Olli ist lieber als wer? Als alle anderen Tätowierer, die ich kenne. Junge, Franz rommelt da immer drüber, Alter, und fick dich richtig, ey. Is it here or here? For you. What do you think? Here you got something, you can make it here. I know. That's why I did it. No. Olli, here is better, right? Here. We got not the same skin, but the same blood. That's important, huh? Yeah, brother. Ja, es war ein geiler Tag. Wir hatten zwar zwei, drei Absagen, die einfach nicht gekommen sind. Leute, macht euch mal Gedanken und arbeitet daran, dass ihr Termine, die ihr eingeht, auch einhaltet. Ja. Ihr seid erwachsene Männer. Man soll es ja auch schaffen, wenn ihr das jetzt zu unserem Termin kommt. Ich finde es ein bisschen unhöflich. Okay. Also, ich danke meinem Homie Sergio aus Paris. Ich danke dem Olli. Ich danke dem Fritz heute für den Kaffee. Ich danke meinem ganzen Team. Ich danke Toretto. Ich danke unserem Kameramann. Episode 24 war richtig geil. Da ist der Kaputte, geht zu ihm. Das bin ich. Ich, Leute. Ich bin Niki. Fuki. Nick. Und das ist mein großer Bruder. Ich glaube, beziehungsweise ich vermute, wenn er jemanden so richtig hassen könnte, wäre ich das. Ich glaube, das ist einmal was Wahres gesagt. Ich hasse Menschen mehr, die nicht zum Termin erscheinen. Olli, komm, umarm du. Weil ich erscheine immer. Das ist der Olli. Der Olli ist unser Freund, Tätowierer, Deutscher. Muss man es erwähnen. Also, wir sind der Toretto Barbershop. Barbershop. Und wir. Na, was ist denn jetzt die Frage? Was ist die Frage, Sreczko? Hallo, was ist die Frage? Ich habe meinen Bauch nicht machen lassen, erst später. Aber da ist Sreczko nicht dabei, deswegen werdet ihr das nicht sehen, wie ich leide. Aber ich habe gedacht, ich mach vielleicht einen Livestream. Ey, wir haben volles liebe Gespräch und unterbricht uns einfach hier, Alter. Freunde, komm mal her. Komm mal her, ein bisschen näher. Ah, du machst so. Du willst nicht näher zu mir kommen, gell? Wenn euch das Video gefallen hat, like, gell? Abonniert. Liked, abonniert, teilt, kommentiert. Abonniert. Hab ich schon gehabt, abonniert. Blockiert, was? Wo blockieren du, Alter? Verpiss dich, wenn du blockierst, bist du ein Bastard, Alter. Und folgt mir auf Instagram, Niki fucking Blinder. Also nur Niki Blinder, aber wegen cool sein, fucking und so. Folgt mir auf Instagram. Das war's, oder?